Okay Leute, die Spoiler zu One Piece Kapitel 1064 sind endlich raus und dieses Kapitel geht unter anderem auch bei Trafalgar Law weiter, denn der Kampf, der beginnt Leute und wir kriegen unglaublich heftige Informationen über Big Mom Leute. Ihr müsst euch absolut anstellen, diese Spoiler, die sind absolut krass. Des Weiteren gibt es eine sehr, sehr heftige Wendung bezüglich Vegapunk, denn eine lang anhaltende Theorie, die wurde wahrscheinlich jetzt wahr Leute. Und falls ihr bezüglich One Piece nichts mehr verpassen wollt, ihr wisst Bescheid Leute, abonniert den Kanal, ich halte euch stets auf dem aktuellsten Stand. Ich wünsche euch nur viel Spaß mit den Spoilern. Los geht's. Und damit ihr Leute was gedacht habt, willkommen zum One Piece Kapitel 1064. Spoiler vorweg natürlich die Info. Nächste Woche ist Pause. Wir haben jetzt schon einige Kapitel hintereinander gehabt. Deswegen sollte die Pause vollkommen in Ordnung gehen. Wir gehen in die Cover Story und wir sehen in der Tat Aokiji bzw. Kusan und Wanoka. Die haben in der Tat Pudding gekidnappt. Kusan, der natürlich jetzt hier für die Blackbeard Piraten arbeitet. Das steht natürlich hier auch in der Cover Story, dass Kusan offiziell bei den Blackbeard Piraten ist. Wir alle wissen natürlich, dass das nicht unbedingt so sein kann. Kusan hat da natürlich ein eigenes Ziel. Auf der anderen Seite sieht man dann natürlich auch noch hier in der Cover-Story das Schiff der Blackbeard-Piraten. Gehen wir in das Kapitel rein und das halbe Kapitel, das handelt um Trafalgar Law versus Blackbeard und da bin ich super, super froh, dass Eiichiro Oda sich dazu entscheidet, das Ding zu zeigen und nicht zu skippen oder sonstiges. Und Trafalgar Law, der fightet hier vermutlich mehr oder weniger head-on. Ja, also es ist nicht so, dass Trafalgar Law hier direkt verliert oder so. Das hätte ich auch ein bisschen weird gefunden, aber Trafalgar Law, der benutzt seine Techniken und hat natürlich mit seiner Teufelsfrucht eine sehr, sehr starke Teufelsfrucht, wo er ganz, ganz gut mitkämpfen kann. Das ist natürlich klar. Er benutzt eine Technik, die Amputate heißt, ja, also quasi amputieren vermutlich von Gliedmaßen oder sonstiges. Aber Blackbeard, der kontert das Ganze. Wir haben hier natürlich jetzt hier in diesem ganzen Kampf keine richtigen Details. Wir wissen, dass die jeweiligen Crews, also die Crew von Law gegen die Crew von Blackbeard kämpft. Aber da muss ich eigentlich sagen, normalerweise sollten die da überhaupt keine Chance haben von dem, was wir jetzt so im Showcase gehabt haben letzte Woche, wo wir ganz klar gesehen haben, dass die Blackbeard-Leute absolut overpowerte Teufelsrüchte teilweise haben, die super, super strong sind. Und wenn wir uns mal die Crew von Trafalgar Law anschauen, ja, relativ mausig das Ganze. Und ich persönlich muss ganz klar sagen, hier gibt es aber eine viel, viel größere Info. Denn wir wissen ja, Pudding wurde entführt und wir haben die Info, Leute. Pudding hat das dritte Auge erweckt und nicht nur das. Pudding hat confirmed, das haltet euch fest, Big Mom gestorben ist. Ja, Big Mom ist in dieser Lava gestorben. So scheint es hier, so confirmed ist mehr oder weniger Pudding. Wie klar man das Ganze jetzt so sehen kann oder nicht, müssen wir mal abwarten, ob das jetzt eine Prediction von ihr mit ihrem dritten Auge, mit der neuen Fähigkeit ist, irgendwas zu sehen oder so. Dann ist das eine Sache, die kann man sehr safe annehmen. Ja, wenn sie das einfach nur so annimmt, da müssen wir mal gucken, in welchem Kontext das Ganze in diesem Kapitel passiert. Aber Big Moms Tod hat dann natürlich schon eine sehr, sehr große, ich sag mal, Schlagzeile, beziehungsweise ein sehr, sehr großes Gewicht, im wahrsten Sinne des Wortes, weil natürlich in dieser Lava das Überleben eigentlich fast nicht möglich ist. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich in Betracht ziehen, na, wir hatten ja diese große Explosion und Kaido hat ja dasselbe Schicksal wie Big Mom erlitten und da muss man dann natürlich die Frage stellen, hey, ist Kaido jetzt auch gestorben? Wo man natürlich einfach am Ende des Tages sagen muss, da müssen wir abwarten, Leute. Aber Big Moms Tod scheint hier confirmed zu sein. Sehr, sehr interessant, ja, und eine super krasse Sache, die halt irgendwo out of nowhere kommt. Natürlich muss Eiichiro Oda den Verbleib von Big Mom irgendwo mal wieder aufgreifen. Das ist natürlich eine ganz klare Sache. Das musste irgendwann kommen, aber hier sehr, sehr random, wie ich persönlich finde, und sehr out of nowhere. Ja, finde ich aber sehr, sehr interessant. Weiter geht es zu Akainu und der hört hier über den Trafalgar Law versus Blackbeard Kampf Bescheid. Da ist natürlich die Frage, was macht Akainu jetzt? Ja, was befehligt er? Hat er irgendetwas vor? Macht er irgendwas oder hält er sich dementsprechend ein wenig zurück und macht einfach gar nichts und wartet halt einfach, bis die sich die Köpfe da eingeschlagen haben. Das ist meine, glaube ich, eine super spannende Geschichte, dass man hier in Winner Island, so heißt die Insel, by the way, wo Law und Blackbeard hier kämpfen, dass man da natürlich entweder jemanden hinschickt oder nicht, ja, oder zumindest etwas abwartet und dann da irgendwie den hinschickt, ja, so ein Admiral oder so, wäre natürlich super spannend, aber Akainu ist, denke ich mal, eher jemand, der jetzt erst einmal einen kühlen Kopf bewahrt, weil er, glaube ich, ganz andere Sorgen und Probleme aktuell hat. Gehen wir nach Egghead Island. Bonnie ist absolut in Rage und während sie in Rage
Arche ist, wechselt sie das Alter der Strohhüte, also Ruffy, Jinbei und so weiter. Die sind jetzt alle 4 Jahre alt, da kleine Kindergartenkinder. Und ich bin super gespannt, wie das Ganze in Bildern aussieht. Das dürfte, glaube ich, super, super lustig sein. Wir haben hier noch die Info, denn Bonnie, die droppt so ein paar Infos über Kuma, dass Kuma einerseits eine lebenslange Haftstrafe absitzen musste, ja, und Kuma ist von einer speziellen Rasse, ja. Was genau er für eine Rasse ist, bleibt mal abzuwarten, müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt relativ wenig Informationen. Ja, man dachte halt, bis der einfach okay ist, ein Mensch, aber ist halt ein bisschen so überproportional und so, ne. Ich meine, Kuma hat ja schon eine etwas andere Statur wie die meisten Männchen in One Piece und da bin ich mal gespannt, welche Rasse das wirklich ist, ja, beziehungsweise welche tiefergehenden Informationen oder wichtigen Informationen da irgendwie zu sein scheint, weil die Rasse scheint ja dann etwas Besonderes zu sein. Deswegen bin ich mal gespannt, was für ein Interesse die Weltregierung an Kuma so gehabt hatte. Zoro, Brook und so weiter, die sind auf dem Schiff geblieben und jeder kriegt aber hier neue Klamotten. Denn Leute, am Ende des Kapitels kommt ein absolut fetter Informationsbanger. Denn am Ende des Kapitels sehen wir ganz einfach Shaka. Shaka ist Vegapunk 01. Und Vegapunk 01, also Shaka, spricht mit jemandem über eine Teleschnecke und sagt, dass er jetzt sterben wird. Und derjenige, mit dem Shaka hier gerade spricht, Leute, ist verdammt nochmal Monkey D. Dragon, die Revolutionsarmee. Und damit geht vermutlich eine Theorie auf, die schon seit Jahren irgendwie immer wieder in der Community rumgeistert. Eine Theorie, die ich persönlich auch selber schon vor Jahren immer wieder besprochen habe. Nämlich, dass Vegapunk nicht mit der Weltregierung, sondern für die Revolutionsarmee arbeitet. Ja, und die Revolutionsarmee hier natürlich Vegapunk bei der Weltregierung untergejubelt hat, sodass man natürlich hier eine gewisse Art und Weise, ich sag mal, am Ende des One Piece oder generell im One Piece letzten Arc eine Art und Weise besitzt, einen großen Dreher zu machen. Und mit Vegapunk ist dieser große Dreher möglich. Denn wenn ihr euch mal vorstellt, die ganzen Seraphims, die ganzen Bartolomeo Kuma Pazifista und so weiter, alle anderen Technologien, wenn diese sich an einem bestimmten Punkt einfach gegen die Weltregierung stellen, Leute, dann kann man sich absolut warm anziehen. Ja, also das ist natürlich ein sehr, sehr großer Punkt, wo ich persönlich sage, das freut mich super, finde ich persönlich mit die größte Enthüllung jetzt hier in diesem Kapitel, dass die Revolutionsarmee Gott sei Dank wirklich mit Vegapunk zusammenarbeitet, beziehungsweise dass die Gott sei Dank hier wirklich mit Vegapunk Kontakt haben, denn das wäre somit das coolste und bestmöglichste Szenario, muss ich ganz klar sagen. Und gerade jetzt, wenn Vegapunk nach dem Tod getrachtet wird und Vegapunk weiß ja jetzt Bescheid, so könnte man davon ausgehen, dass dieser Kuma-Seraphim, der bei der CP0 ist, quasi ja das übermittelt hat, diese Information, ja, was die CP0 sich da auch gedacht hat, absolut lost, also muss ich hier ganz klar sagen, jedenfalls weiß Vegapunk vermutlich, dass er jetzt hier durch die CP0 bald draufgehen wird und das ist natürlich ein Grund zu sagen, hey, ich werde mich mit den Strohhüten zusammentun, ja, die Strohhüte sind hier gut gesinnt, so kann man natürlich davon ausgehen, dass diese Insel oder generell der Arc relativ schnell vorbei sein kann, weil es keinen großen Gegner gibt keinen großen Enemy oder sonstiges, ja, vielleicht kommt noch die CP0, vielleicht kommt tatsächlich noch ein Admiral, ich bin super gespannt, aber mit Vegapunk auf unserer Seite, Leute, kann man sich dann nun um ein Vielfaches sicher fühlen. So, das waren dann im Großen und Ganzen die Spoiler zu Kapitel 1064. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wäre sehr korrekt von euch. Ich bin erstmal raus. Ich wünsche natürlich nach allem was. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao und tschüss.